WDR 5 Politikum. Das Meinungsmagazin mit Max von Malotki. Guten Abend. Zugang zu Wissen war ja noch nie so einfach und wir sollten auch so aktuell informiert sein wie nie. Aber, und Sie wissen das, in den letzten Jahren führt die Gesellschaft einen Kampf gegen Fake News und die Wissenschaft hatte selten mehr Gegenwind in der öffentlichen Wahrnehmung. Sei es beim Thema Klimawandel, sei es bei Corona. Und Sie merken an Äußerungen wie von Lothar Wieler vom RKI heute, dass er von diesem Kampf ausgezehrt ist. Das ist eine klare Sprache, aber ich kann nach 21 Monaten es auch schlichtweg nicht mehr ertragen, dass es nicht vielleicht erkannt wird, was ich unter anderem sage, wie auch viele andere Kolleginnen und Kollegen. Seit 21 Monaten redet sich die Wissenschaft den Mund fusselig. Sie prognostiziert überwiegend korrekt, wo es bergab gehen wird, wenn wir nicht reagieren, und stößt damit dann doch immer wieder auf taube Ohren. Nicht nur bei Verschwörungsfetischisten, sondern auch bei der Politik. Heute bei der Debatte im Bundestag ging es teilweise um Paragraphenreiterei, um 3G oder 2G oder 2G+. Und man hatte das Gefühl, sag mal, ist das jetzt nur, um ein politisches Ritual abzuhalten? Ist das parteipolitisches Klein-Klein? Obwohl man eh schon zu spät dran ist, obwohl es einen großen Gegner gibt, nämlich Corona. Und ich hatte das Gefühl, ich sehe Leute nach so einem Autounfall. Das Auto ist ein Totalschaden, die Beifahrer verbluten, aber bevor man die Ambulanz ruft, da diskutiert man lieber nochmal, ob die Warnweste eigentlich gelb oder orange sein sollte. WDR 5 Politikum ist ein Vektormagazin. Es regt den Organismus zur Produktion von Meinungen an. Das Erbgut wird dabei nicht beeinflusst. Die EU hat an der polnischen Grenze Härte bewiesen, Belarus mit seinen Spielchen die kalte Schulter gezeigt. Den Preis für dieses politische Manöver mussten die Geflüchteten im Grenzgebiet zahlen, das sagen Kritiker und Aktivisten. Wir haben zwei Männer im Wald gefunden, in sehr kritischem Zustand. Sie konnten nicht mit uns reden, also haben wir einen Krankenwagen gerufen. Aber wenn man Autokraten wie Lukaschenko etwas entgegensetzen will, ginge es nicht anders, sagt Christoph von Marschall im Politikum-Kommentar. Europas Bürger sind Kummer gewöhnt. Die EU kann sich in Konflikten oft nicht durchsetzen. Autoritäre Herrscher verbergen ihren Mangel an Respekt nicht einmal. Recep Erdogan ließ Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Katzentisch Platz nehmen. Wladimir Putin demütigte den Außenbeauftragten Josep Borrell in Moskau öffentlich. Da mag man kaum glauben, welche Wende sich an der EU-Außengrenze zu Belarus abzeichnet. Diktator Lukaschenko gibt nach. Er hatte tausende Migranten aus dem Mittleren Osten einfliegen lassen, um sie als menschliche Waffen zu missbrauchen. Mit dem Versprechen, dies sei ihr Weg ins reiche Europa, brachte er sie an die Grenze zu Polen. Seine Milizen versperrten ihnen den Rückweg. Sein zynisches Kalkül, brechen sie gewaltsam durch, sieht Europa schwach aus. Verhindern Polens Grenzer das Eindringen mit Gewalt, steht die EU als Heuchlerin da, die Werte predigt, aber inhuman handelt. Tausende hausen seit Wochen im Wald, leiden an Hunger und Kälte, mehrere sind gestorben. Nun empfiehlt Lukaschenko den Migranten die Rückkehr in ihre Heimatländer. Gibt er die Erpressung auf? Wenn es so kommt, ist das einer Kombination von drei Faktoren zu verdanken, die in der EU selten sind: Entschlossenheit, Geschlossenheit und Härte. Die Politiker in Brüssel und den EU-Staaten gaben der Forderung von Hilfsorganisationen nicht nach, die Migranten einreisen zu lassen. Sie verschärften die Sanktionen gegen Belarus und erreichten mit Druck auf die Türkei und arabische Staaten, dass deren Airlines keine Migranten mehr nach Belarus fliegen. Mitentscheidend war aber auch, dass Polen die Grenze mit harten Methoden verteidigt, mit Stacheldraht und Wasserwerfern. Dennoch unterließen die EU-Partner laute Kritik. Deutsche Politiker danken Polen für den Schutz der Grenze. Von CSU-Innenminister Horst Seehofer bis zu den demnächst Regierenden der Ampelparteien. Daran werden einige EU-Bürger zu kauen haben. Doch wir sollten anerkennen, dass dies der richtige Weg war, ein gewisses Maß an Härte zu zeigen, damit Diktatoren Respekt vor der EU bekommen. Musik
Mobbing gibt es, seit es den Menschen gibt. Natürlich hat der Mensch das auch auf die digitale Ebene getragen. Cybermobbing ist weiterhin im Kommen und nicht nur bei den Jüngeren. Also ist beileibe nicht nur ein Schulhofphänomen. Wenn du jeden Tag mit solchen Kommentaren irgendwie konfrontiert wirst, die dir einfach sagen, dass du angeblich scheiße bist und nichts wert bist, ist es ja schon eine Art von Mobbing. Erzählt Luisa Della zum Beispiel, Influencerin auf Instagram. Interessant ist, dass es einen Unterschied zum klassischen Mobbing gibt. Da sind Frauen nämlich häufiger betroffen, häufiger Opfer, wie wir auch hier gerade gehört haben. Aber im Netz ziehen sie in letzter Zeit gleich. Und darüber haben wir uns vor der Sendung mit Uwe Leest unterhalten, Vorsitzender des Bündnisses gegen Cybermobbing. Erläutern Sie uns das zum Einstieg bitte nochmal kurz. Was heißt das genau, dass Frauen im Netz gleich viel mobben? Es ist halt so, dass im Internet natürlich viele Dinge anonym passieren. Und da ist das Machtungleichgewicht, was man im klassischen Mobbing hat, nämlich zwischen Männern und Frauen, dieses Machtungleichgewicht, das hebt sich im Internet auf. Und dadurch kommen wir immer mehr dahin, dass genauso viel Männer wie Frauen mobben. Passiert das mit der gleichen Intensität und den gleichen Methoden? Nein, da unterscheiden sich Männer doch noch ein bisschen von Frauen. Männer sind doch in der Intensität des Mobbens etwas, ich will mal sagen, stärker. Wir werden in den nächsten Jahren sehen, ob da sozusagen die Parität, sprich dass Frauen da auch intensiver werden. Das werden wir beobachten, inwiefern das der Fall ist. Was ist die Motivation, das zu machen? Also aus welcher Motivation heraus geschieht das? Oft ist es so, dass die Motivation der Täter unterschiedlich gelagert ist. Wir haben zwei Gruppen, die einen, die das aus Spaß und Langeweile tun, und die anderen, die das gezielt tun, um andere fertig zu machen, um ihnen sozusagen das Leben zur Hölle zu machen. Was man auch sehen kann, das hatte ich gelesen, die meisten waren früher selbst mal Mobbingopfer, gerade bei den Frauen. Da habe ich gedacht, das fühlt sich nach einer gefährlichen Dynamik an. Also man kennt ja diese Dynamik, Opfer werden dann auch selber Täter, bringen neue Täter hervor etc. Ist das nicht riskant und ist das nicht durchs Internet nochmal verstärkt dann? Das Internet verstärkt natürlich dieses Verhalten, dass wenn ich Opfer bin, dass ich natürlich auch selber zum Täter werde, weil ich es natürlich auch einfacher habe, sozusagen dem Täter eins auf die Nase zurückzuhauen. Und hier kommt es natürlich zu so einer Spirale, wo sich Täter, Opfer, Opfer, Täter dann sozusagen nach oben schaukeln. Und diese Spirale sollte man von vornherein unterbrechen, indem man überhaupt, wenn man Opfer wird, überhaupt nicht mit dem Täter sozusagen in Kontakt tritt, um ihn sozusagen eine weitere Machtfülle zu geben. Jetzt könnte man es natürlich auch von der anderen Seite betrachten. Sie haben es schon gesagt, es gibt dieses klassische Machtungleichgewicht nicht. Das heißt, Frauen sind zum Beispiel dem Körperlichen, weil es irgendwie virtuell ist, nicht ausgesetzt. Das Männliche ist da in der Regel stärker. Und ich meine, angesichts der Tatsache, dass Cybermobbing Behörden zu melden in der Regel zu schlechten Ergebnissen führt, könnte es ja auch mal eine gute Möglichkeit sein, sich selber zur Wehr zu setzen, selber stark zu sein. Ja, grundsätzlich könnte man das bejahen, aber erstmal müssen sie stark sein. Das ist das Erste. Sie müssen ja auch das Echo wieder sozusagen vertragen. Was aber viel wichtiger ist, wir reden immer über Täter und Opfer, aber es gibt ja auch welche, die zuschauen. Und oft ist es so, dass die Zuschauer sich nicht auf die Seite der Opfer stellen. Und wir müssen also die Zuschauer befähigen, sie dahin führen, dass sie auf die Seite der Opfer kommen. Dann hat das Opfer viel mehr Macht gegenüber den Täter. Und das müssen wir in den sozialen Netzwerken und an anderen Stellen, wie im wirklichen Leben, wenn auf dem Schulhof jemand bedroht wird und auf einmal stellen sich vier andere hinter das Opfer, dann wird der Täter sofort von seinem Opfer ablassen. Wenn das jetzt alles so ein bisschen abrutscht, wie Sie erzählen, dass auf einmal eben auch mehr gemobbt wird, cybergemobbt wird, das hat ja zugenommen. Ist das was, wo Sie noch Steigerungspotenzial sehen in den nächsten Jahren oder eher, dass die Gesellschaft gerade aufwacht, sich so ein bisschen aktiver auch dagegen zu verhalten, das, was Sie sagen? Also wir beobachten das ja schon seit 10 Jahren und ich wünsche mir, dass die Gesellschaft
jetzt aufwacht. Wir reden ja nicht nur über Zahlen, wir reden dahinter über Menschen, die sogar darüber nachdenken, sich das Leben zu nehmen. Und das sind nicht wenige, das sind nach unserer Studie sind das immerhin 800.000 Menschen, die schon mal darüber nachgedacht haben. Und es ist höchste Zeit, dass unsere Gesellschaft an allen Stellen, ob es in der Politik ist, ob es in den Schulen ist, dass es in allen Bereichen wir uns damit beschäftigen und aktiv uns gegen dieses Machtungleichgewicht der Täter stellen. Würden Sie sagen, Cybermobbing ist noch unmenschlicher als Mobbing? Ja, auf jeden Fall. Weil das Mobbing, wenn Sie jemanden am Boden liegen haben, dann kommt der menschliche Reflex. Sie sehen, der weint, dem habe ich wehgetan. Aber im Internet sehen Sie die Tränen, die geweint werden nicht. Und deshalb ist das Mobbing im Internet viel, viel gefährlicher und fügt den Menschen viel größere Wunden zu. Herr Leest, ich danke fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Uwe Leest, Vorsitzender des Bündnisses gegen Cybermobbing, hier im Interview in WDR 5 Politikum. Wenn man die Hand vor Augen nicht sehen kann, dann braucht man einen Radioreporter, der gute Ohren hat. Peter Hornung mit akustischen Eindrücken aus der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. WDR 5 Kosmopolitikum. B-Seiten des Weltgeschehens. Bitte erzählen Sie Ihre Geschichte. Hören Sie das? Das Rauschen? Was hier so rauscht, das ist Delhis neuer Smogturm. 20, 30 Meter hoch vielleicht. In schrillem Grün angemalt. Oben ein Aufsatz in Rot. Da wird die dreckige Luft angesaugt. Und unten soll sie wieder sauber rauskommen. Und so wie die Luft hier in Delhi gerade ist, kann man so einen Smogturm eigentlich ziemlich gut gebrauchen. Zunächst haben wir ihn 2-3 Stunden am Tag laufen lassen, sagte mir ein Techniker. Jetzt läuft er ununterbrochen. Und tatsächlich, schlechte Luft ist gerade das Thema in Delhi, in Indiens Hauptstadt. Und vor allem auch das politische Thema. Da gibt es ziemlich viel Zank darum. Es hängt seit fast 2 Wochen ein übler gelber Dunst über der Stadt. Die Feinstaubwerte, die sind gigantisch. Auch die Kohlenmonoxidwerte. Alle Grenzwerte werden x-fach überschritten. Und deshalb stellen sich hauptsächlich 2 Fragen. Wer ist schuld an der schlechten Luft? Und was kann wer dagegen tun? Weniger Autos, weniger Verkehr wären gut, meint dieser Mann. Aber es gibt noch mehr Ursachen. Da sind die Bauern, die in dieser Jahreszeit ihre Ernteabfälle auf den Feldern abbrennen. Viele tausend Brände rund um Delhi rum. Dann haben viele Fabriken keine richtigen Luftfilter. Und dann wird in Indien der Strom noch hauptsächlich aus Kohle gewonnen. Das war übrigens gerade auch Thema auf dem Klimagipfel in Glasgow. Und da sind die Inder sehr empfindlich. Das sei unfair, sagte mir ein IT-Techniker, für die Entwicklungsländer, wenn man ihnen sage, hört auf, die Kohle zu nutzen, weil wir jetzt die Welt retten müssen. Bitte kommen Sie zum Ende. Und so ist es am Ende nur ein Rumdoktern an den Symptomen. Jetzt hieß es, die Angestellten von Behörden sollen im Homeoffice bleiben. Und der Regierungschef von Delhi, der hat die Schulen erstmal für eine Woche schließen lassen. Aber viel hilft das gerade noch nicht. Und auch der Smogturm ist keine Lösung. Denn erstens mal reinigt er die Luft nur in engem Umkreis und auch nicht vollständig. Und außerdem zieht er auch ziemlich viel Strom. Und das ist Strom, der vor allem aus Braunkohlekraftwerken kommt. Und da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Ihre Gesprächszeit ist abgelaufen. Der Speicher ist voll. Das Kosmopolitikum aus Neu-Delhi war das von Peter Hornung. Wir sind mit Corona in die Sendung eingestiegen. Lassen Sie uns, wo das heute auch so ein großes Thema war, auch damit schließen. Die Frage ist ja, kommen jetzt nach einer langen Trödelphase die richtigen Maßnahmen? Man könnte sagen, ja. Also haben wir heute über den Tag auch viel darüber berichtet. Booster für alle ab 18 Jahre nach der letzten Basisimpfung. Das klingt nach dem Wellenbrecher, den jetzt alle sehen, dass wir ihn brauchen. Wenn man aber danach fragt, wie der Ansturm, den das jetzt auslöst, was wir auch schon gehört haben, organisiert werden soll, hätte ich von Karl-Josef Laumann, unserem Gesundheitsminister hier in Nordrhein-Westfalen, heute Morgen auf WDR 5, also eigentlich gerne mehr gehört als das hier. Die Richtschnur ist, dass die letzte Zweitimpfung 6 Monate her sein soll. Und dann verteilt sich das ja ganz automatisch so, wie wir
damals geimpft haben. Ja, das gilt meines Wissens ab sofort. Also ich würde mal so sagen, am Impfzentrum werden wir uns auf jeden Fall nicht treffen, weil die Dinger wurden ja abgebaut. Und Sie können ja ab heute mal probieren, einen Impftermin bei Ihrem Hausarzt zu kriegen. Ah, währenddessen erreicht uns aus Berlin die Nachricht, dass sich die Ampelparteien zum Thema Legalisierung von Cannabis näher gekommen sind. Der Winter nimmt mehr und mehr Gestalt an. Das war Politikum für heute. Mein Name ist Max von Malotki. Machen Sie es gut. WDR 5